Herzlich willkommen zu meinem ersten Minecraft-Tutorial, das ich nebenbei immer wieder erstellen werde, wenn wir etwas Spezielles bauen werden in unserem Let's Play. So, heute zeige ich euch, wie man das so Low-Voltage-Ding baut, unsere Solaranlage, die wir unterwegs gebaut hatten im Tutorial. So, wir fangen dann mal an mit dem LV-Transformator. So, da benötigen wir zum Beispiel jetzt 4x Wooden Planks, 2 Kupferkabel und 3 Kupferbarren. So, da ich mir das nicht merken kann, wie das gemacht wird, drücke ich einfach auf dieses Fragezeichen. Dann wird mir das angezeigt und dann kann ich ganz gemütlich die Materialien alles hier hineinsetzen. So, da ihr gesehen habt, dass ich sämtliche Materialien dabei habe, die habe ich schon vorgefertigt, damit das nicht so schwierig wird und nicht so lange dauert. So, hätten wir den schon mal. Als nächstes werden wir uns dann um den Generator kümmern. Den Generator kann mit in unterschiedlichen Weisen gebaut werden. Jetzt zum Beispiel hier mit einem Iron Furnace. Oder man benötigt, oder man baut einen Maschinenblock. Benötigt halt dafür einen normalen Ofen und eine Batterie. Aber da das meiner Meinung nach Material sparender ist, wenn man den Iron Furnace baut, und zwar mit der unteren Möglichkeit, werde ich jetzt damit mal anfangen, den herzustellen. So, dann wird es ein bisschen dauern. So, können wir schon mal herstellen, wenn wir wollen, aber wir brauchen mindestens 8. So, das ist schon mal 8. Ja, Eisenöfen, sage ich es mal so. So, um damit raus dann einen Generator zu bauen, benutze ich dann jetzt schon mal den oberen, das obere Rezept, da wir ja den Iron Furnace, also den Eisenofen haben, setze ich dann alles hier rein. Da wir davon 8 benötigen, weil wir 8 Solarplatten brauchen, werde ich jetzt erstmal 8 machen. So, als nächstes fangen wir dann an, oder als letztes jetzt erstmal den elektronischen Schaltkreis bauen. Und dazu benötigen wir auch ein paar Materialien. So, setzen wir erstmal das Redstone hinein. Dann teilen wir mal das Kupferkabel ein bisschen auf. So. Ja. Ich mache gerne Unfug. So. Damit hätten wir dann auch schon mal 16 Schaltkreise. So, dafür benötigen wir halt noch unsere Solarpanel. Die bauen wir halt mit dem Rezept, mit Kohlenstaub. Den Kohle, das erhält man, wenn man Kohle im Accelerator verarbeitet zum Beispiel. Wird halt benötigt. Für das hier, ob es für andere Sachen auch noch nötig ist, weiß ich nicht. Bis jetzt noch nichts herausgefunden. So. Davon hätten wir 8. So. Brauchen wir nur noch die einsetzen und den Generator. Dann hätten wir damit unser Material, was wir für die Platte benötigen. So, auch wenn ich das nicht machen bräuchte, ich mach das einfach. Es ist irgendwie ein Ticken einfacher. So, wenn er dies alles gemacht hat, auch wenn es jetzt ein bisschen schnell war, habt ihr jetzt trotzdem eine Low Voltage Solar Array, womit wir halt im Tutorial unseren Generator anschmeißen. Viel Spaß beim Gucken und Dankeschön.